Das am Montagabend ab 18 Uhr einsetzende Unwetter hat in Reutlingen für eine Vielzahl von Einsätzen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Wir haben uns heute noch einmal auf Spurensuche begeben und eine Unwetterbilanz gezogen. Gewitter und starke Regenfälle, in Deutschland nicht mehr selten, sondern nahezu an der Tagesordnung, seit die sommerlichen Temperaturen Einzug gehalten haben. Frank Natterer, Pressesprecher der Polizei Reutlingen, gibt uns einen Überblick zu den Unwettereinsätzen am Montagabend. Gestern ab 18 Uhr setzten bei uns, so wie in weiten Teilen des Präsidiums, auch hier in Reutlingen, die Unwetter ein. Es führte dazu, dass etliche Straßen überschwemmt wurden. Die meisten nur in geringem Umfang, aber auch so, dass man teilweise sperren musste. Unter anderem musste der Scheibengipfeltunnel hier in Reutlingen gesperrt werden, weil es einen leichten Hangrutsch gab, der die Technik des Tunnels außer Gefecht setzte. In Reutlingen-Betzingen trat die Echatz über die Ufer und das führte dazu, dass auch dort die Straßen überschwemmt waren. Parallel dazu natürlich auch etliche Keller. Nicht das erste Mal ist der Hang am Scheibengipfeltunnel ins Rutschen geraten. Die Sperrung konnte kurz nach Mitternacht aber wieder aufgehoben werden. In Reutlingen-Betzingen hingegen sind die Folgen des Echertz-Übertritts noch deutlich zu sehen. Betroffen sind hier immer wieder das örtliche Rathaus sowie ein chinesisches Restaurant gegenüber der Polizeistelle. Auch die Mühl- und Steinachstraße sind regelmäßig überflutet. Gestern Abend standen hier die Menschen knietief im Wasser. Laut dem Pressesprecher der Polizei Reutlingen müssen sich die Einwohner aber keine Sorgen machen. Noch gibt es genügend Einsatzkräfte, um die immer häufiger werdenden Einsätze zu bewältigen. Also wir können die Lage, denke ich, zumindest mal das, was die Vergangenheit gezeigt hat, regelmäßig sehr gut bewältigen. Natürlich kann man oder muss man im Einzelfall manche Einsätze, manche Anrufe vernachlässigen zugunsten von Fällen, wo es dann kritischer zu sein scheint. Aber das hat sich bislang als unproblematisch stets erwiesen. Um schlimme Unfälle und gefährliche Situationen im Straßenverkehr zu vermeiden, gibt Frank Natterer außerdem folgenden Rat. Da sollte man natürlich bei Starkregen es meiden, durch Unterführungen zu fahren. Die können recht schnell volllaufen und dann wird es für Autofahrer oder auch für Passanten brandgefährlich. Ja, ich meine, wenn die Sicht natürlich komplett eingeschränkt ist, wenn der Scheibenwischer nicht mehr hinterherkommt, eine akzeptable, klare Sicht zu schaffen, dann muss man anhalten, ganz klar. Hatten wir auch in der vergangenen Nacht den ein oder anderen Unfall, allerdings nicht nur wegen schlechter Sicht, sondern auch wegen Aquaplaning. Also sobald das Wasser steht, man selber merkt, dass das Auto aufschwimmt, stehen bleiben. Auch der Reutlinger Bahnhof wurde wegen Überflutung kurzzeitig geschlossen. Außerdem liefen hier mehrere Gullis über. Auch heute Abend besteht noch einmal Gewittergefahr. Ab Mittwoch haben wir dann aber, laut Wetterprognosen, erst einmal wieder Ruhe.